Bist du soweit? Schon mhm. Wasser trinken. Wirst du trinken? Wirst du es? Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners mit Paddy und Leon. Und ja, ich habe mehr oder weniger was mitgebracht, aber du musst erzählen. Ich dachte mir mal, lass dich mal die Hausaufgaben machen und ich genieße und trinke einfach nur. Und ja, das ist ein Tulle Barden, den haben wir auf dem Bottle Market in Bremen dabei gehabt. Ne? Mhm. Und ja, ich habe den schon mal probiert natürlich, zu testen, ob der unseren hohen Qualitätsansprüchen genügt. Nee, lecker. Also, ja, ich habe den auch mal irgendwann bei Freunden probiert, fand den lecker, dachte mir, alles klar, der darf mal mit rein. Tulle Barden, eine Brennerei, die nicht so oft repräsentiert wird, mhm. auch nicht so super bekannt. Mhm. Und, aber zur Abfüllung selber habe ich noch nicht so viele Infos, deswegen habe ich mir gedacht, darf Paddy mal ein bisschen erzählen, ich schenke ein und du bist der Herr. Ja, den sabbel ich mal los, ne? Ja, Tulle Barden, oder wie ich immer sage, Tulle Badine, hört sich nämlich an wie so ein Dorf von Asterix und Obelix. Ja, stimmt, so ist es halt. Ja. So. Tulle Badine, gab es denn nicht auch irgendwie eine, die so hieß? Ja, also böse Miene gab es, glaube ich. Ja, genau, was, Tulle Badix. Trubadix, ja, die Tulle Badine. Ja, Tulle Barden ist eine schöne Farbe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er gefärbt ist, das sei vorweg gesagt. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber der ist nicht kühl gefiltert. 46 Volumenprozente. Ist eine sogenannte Vintage-Abfüllung, also aus dem Jahr 2005. Und ist insgesamt dann 2018 abgefüllt worden. Mhm. Und hatte ein dreijähriges Finish an einem Chateau Neuf du Pape Finish. 2005, wie alt ist der? Wissen wir? 13 Jahre alt. Im Prinzip. Das ist für Tulle Barden nicht so gewöhnlich, weil normalerweise richtig. Machen die No-Age-Abfüllung. Richtig, genau. Die machen immer vieles Finishes, damit sind die irgendwann auf den Markt gegangen, so wie alle eigentlich mit auf den Zug aufgesprungen sind. Tulle Barden hat eine sehr bewegende Geschichte gehabt. Die wurden 1949 gegründet, eigentlich eine eher junge Brennerei. Ungewöhnliche. Genau. Ja. Dann haben die, also wobei witzigerweise vorher war das mal eine Brauerei auf dem gleichen Gelände, das ist ein Blackford, glaube ich, da irgendwo bei Carrickshire, ja, oder wie das heißt. Ne? Und unspektakulärer Ort, aber... Genau. Ja. Und die wurden aber das erste Mal erwähnt, 1488, als es noch eine Brennerbrauerei war, okay. wo dann halt irgendwie King James irgendwas, wie die nicht alle hießen, gesagt hat, Mensch, die machen super tolles Bier. Und auf dem Gelände hat dann halt Tulle Barden wurde dann dort entworfen, beziehungsweise hingestellt, vom gleichen Architekten wie Glenelachy und Judah. Was, ehrlich, ich habe das Gebäude gesehen, es ist nicht hübsch. Nee, es ist hässlich. Es ist also, man muss wirklich sagen, Tulle Barden ist auch vom Besuch her eine der hässlichen Endlines Schottlands. Ich war jetzt zweimal da und ich war auch nie so hundertprozentig begeistert von meinem Besuch, muss ich sagen. Mhm. Aber Tulle Barden habe ich immer so auf dem Schirm als die günstige Einsteigervariante von den Glenmorangie Finishes. Ja, genau. Ein bisschen ähnlich wie die Glenmorangie Finishes, Sherry, Rotwein, Portwein und Weißwein. Mhm. Und Tulle Barden hat auch ein Sherry, ein Port, Port haben sie nicht, Sherry, Burgundy und Sauternes Finish. Und alle drei finde ich relativ okay, lecker. Mhm. 35, 40 Euro. Genau, Preis-Leistung. Okay. So, ja, so gut. Preis-Leistungssieger. Der Grundcharakter von Tulle Barden ist halt ein bisschen scharf, das muss man ein bisschen mögen, finde ich jedenfalls. Ja, ja. Ich mag den aber richtig gerne. Also der hat manchmal einfach wirklich tolle Würze und The Murray heißt der nicht, weil er hier von Jim Murray kommt. Warte mal, wo haben wir hier was vorbereitet? Was ist das? Das ist das Falsche. Hier. Da. Whisky-Bibel. Das ist er nicht. Keine Schleichwerbung. Ne? Genau. Sondern das ist Sir William Murray nachempfunden. Mhm. Deswegen die Murray-Serie ist sozusagen den Marquess of Tulle Barden gewidmet. Okay. Das waren irgendwelche tollen Leute, die irgendwann in dem alten Krieg irgendwann mal was Tolles gemacht haben. Ja, lass mal trinken, genau. Wenn ich erzähle, willst du trinken. Wenn du erzählst, will ich trinken. Ja, man kriegt auch voll Durst. Ne? Man erkennt ein Muster. Ja, richtig. Genau. Cheers. Ich erzähle ein bisschen was einfach über die Nase. Also man riecht definitiv den Rotwein raus. Mm. Der hat First Fill Bourbon Fässer. Der ist süffig, man auch. Der ist süffig ohne Ende, Leute. Ja. Glaube ich. Ja, der ist echt gut. Und dann scharf. Und dann am Anfang weich, smooth, cremig. Mhm. Und dann tritt dir nochmal so ein Pfeffer. So ein Roundhouse-Pfeffer-Kick. Nochmal hinten raus. Mhm. Der ist schon krass. Das ist so ein... Interessant. Ich finde die Nase toll halt, ne? Weil der hat wirklich, also man riecht, erst finde ich den Rotwein eher und eher was Trockenes und eher so ein bisschen rote Früchte. Dahinter kommt dann noch so ein bisschen dann der Bourbon mit ein bisschen Vanille. Ich rieche ganz wenig, muss ich sagen, auf meinem Glas. Ich rieche fast nichts. Also für mich kommt der in der Nase ganz dünn. Der kommt für mich im Antritt sehr lecker, sehr fruchtig,
Ne, die Bourbonfässer kommen ganz gut durch, aber danach kommt nicht mehr so viel. Finish ist auch angenehm. Aber der ist lecker. Was kostet die Buddel? Was haben wir bezahlt? Ich glaube irgendwas um 50. Ne? Ja. 50 Euro, glaube ich, kostet die. Und das ist natürlich eine Ansage, aber 13 Jahre für einen Taliban, der ansonsten nur im No-Age-Statement ankommt, kann man mal machen. Ich finde es ein bisschen viel. Mhm. Ich hätte die gerne bei 40 gesehen, bei 45 Maximum. Mhm. Für mich, für meinen Geschmack. Auch was regional verortet, Taliban, Ost-Highlands, ost-südliche Highlands, die sind zählen gerade noch zu den Highlands, ist aber eine Brennerei, die ich vom Geschmack her, ist für mich so ein Hybrid aus Low und Highlands oder Speyside. Also die sind sehr smooth, die haben nicht so krasse, wobei die Ellenbogen stimmen mit dem, ja, die Würze also raus, ist schon wieder Highlands. Ja. Ja, interessant. Also ich finde den auch unglaublich würzig, der hat ganz tolle Nussaromen auch, ich liebe ja auch Rotwein-Finishes, ja, und da ist wirklich viel Rotwein drin, toll, so ein Tannine, nicht über eichenlastig, aber schön trocken werden, astringierend, glaube ich. Der ist echt lecker. Ist mega lecker, finde ich den auch. Und ist ja wieder mal klassisches Problem. Rotweinfässer, ideal für Finishes, schwierig für Single-Casts. Das stimmt. Man muss immer wieder aufpassen, wenn ihr mal einen Single-Cast gibt, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal einen Single-Cast zu probieren, wo ein Rotwein drin, also vorher drin lag. Editor bringt immer wieder welche raus. Probiert die mal. Die sind nicht alle so super einfach. Also Rotwein hat ja so die Eigenschaft, sehr tanninlastig und teilweise den Sprit auch nicht zu verstecken, ne, weil die Fässer filtern, wie die Bourbonfässer, die filtern das schön raus. Die Rotweinfässer machen das nicht. Wenn man Pech hat, kriegt man so eine richtige Sulfatbombe. Und ich hatte mal einen Whisky, der war im Rotwein fast alleine ausgebaut. Das ging gar nicht. Und einen anderen, der war... So. Tja, da hat uns die Technik leider kurz verlassen. Irgendjemand hat die Kamera nicht geladen. Aber du warst gerade dabei, über Rotweinfässer zu sprechen. Ja, genau. Ja, einfach wirklich das Thema halt, dass Rotweinfässer teilweise sehr krass sein können. Und wenn man halt einen Single-Cask hat, Rotweinfass, kann das heftig werden. Deswegen ideal fürs Finish. Ja, denke ich auch. Also ich finde auch, dieses Finish ist sehr gut gelungen. Ja. Bei Tully Badine. Tully Badine. The Murray. Ich freue mich auf die weiteren Abfüllungen. Ich mag ja auch einfach wirklich Rotweinabfüllungen. Mit Rauch finde ich es immer ein bisschen schwierig. Dann hat man immer so ein bisschen Metwurst-Whisky. Finde ich aber auch lecker. Aber der ist echt gut geworden, ja. Finde ich auch. Genau, Vintage 2005, Bottle 2018, damit ihr auch quasi das Batch erkennt, sozusagen. Genau, es gibt da einen ziemlich großen Online-Shop, der eine Exklusivabfüllung davon bekommen hat. Hallo, Herr Lüning. Ja, und ich würde sagen, gutes Ding. Ja. Schaut euch Tully Baden mal an. Ich finde die wirklich klasse. Ich mag auch den Bordeaux-Finish, ich mag die Rotwein-Finishes sehr gerne. Ist, glaube ich, nicht hundertprozentig einsteigerfreundlich, aber... Burgundi-Finish. Burgundi-Finish. Was habe ich gesagt? Bordeaux-Finish? Nee, ja, ist das gleiche. Rotwein. Ist egal. Na denn. Ja, ne? Ja, Taliban, leckere Sache. Bis später. Bis später.